Hallöchen, meine Lieben, rein und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods mit der Bieberfelde-Modifikation. Wir haben hier direkt einen Einsatz. Alarmieren wir mal. So, ich muss mir die Wache 4 noch auf die Tasten hier legen. Und zwar auf die 6. Und dann bin ich glücklich. So, ich begrüße euch. Habe ich eben gerade schon, ich weiß. Ja, gut. So, wollen wir erstmal den Einsatz hier abarbeiten. Dann legen wir richtig los, ne? Direkt neben der Wache 3. Achso, wir können ja mal in der Zwischenzeit von hier drüben mal eine Streife hier rüber schicken. Wieder Version 1.2. Steht in der Titelbeschreibung. Also ist wieder die 1.2. Sehr schön. Alarmieren. Den einmal updaten. Und dann so. So, seid ihr raus? Nee, noch nicht. Jetzt, da kommt er. Stellen uns hier auf die Kreuzung oder von vorne. Kriegen wir hin. Kommt bloß der, ja, ne? Scheint so. Jo. Fahrzeug 8. Fahr den Menschen nicht um! Schon unterwegs. So, das nächste Mal fürs nächste Mal schon mal. Hehe, das nächste Mal fürs nächste Mal. So, ihr zwei. Und der PA. So, du machst Maschinisten. Du kannst mal gucken, ob du irgendwie einen Schlauch dir nimmst. Kannst auch direkt mal ankuppeln. Du nimmst dir einen Schlauch. Du legst mal den Verteiler. Und nicht wundern, ich nehme immer keinen Schnellangriff, weil ich das so, falls das sich ausbreiten sollte, so viel besser reagieren kann, finde ich persönlich. So, du machst die Pumpe an. Nein, nicht du. Du sollst die Pumpe anmachen. Und du du kannst dich mal um die Wasserversorgung kümmern. Und du kannst mal so tun, als wenn du den da unterstützt. Und du machst mal dein Blaulicht an. So, dann haben wir die hier oben. Route 1, Route 2 und Route 3. So, in welche Richtung? Nach unten, nach unten. Und du? Du fährst, keine Ahnung. Okay, alle nach unten. Somit Route 1, Route 2 und Route 3. Gut, dann kann die Pol hier schon mal aktiv werden. Du holst dir mal Wasser von da. So. Ich mache noch den Tank voll, dann rücken wir wieder ein. Ach ja. Leute, es war ja Steam Summer Sale. Ich habe auch ein bisschen was gekauft, muss ich sagen. Und ja, was habe ich mir denn geholt? Ich habe mir Squad geholt. Übelgeiles Spiel. Übelgeiles Spiel. Feier ich total. Muss ich ja mal so sagen. Wer es nicht kennt, guckt es euch an. Einfach mal Squad bei Steam. Macht übel Fun das Spiel. Taktik-Shooter, also Taktik-Ego-Shooter. Wenn man da nicht mit seinem Team zusammenarbeitet, dann gewinnt man keinen Blumentopf. So, du machst mal Minus und dann sagst du mal Minus und dann sagst du mal Status 2. Das lassen wir da stehen, bis der Abschlepper von irgendwo von da oben kommt. Was gibt's? Alles klar. Leg den mal ab. Ja gut, dann steht da jetzt halt ein Standrohr. Macht ja nichts, obwohl doch, das macht was. Ich fahr mal kurz. Das will ich weghaben. Fahr mal nach da. Nein, ohne Sonderrechte. Steig mal aus, einer von euch. Du holst dir mal einen Schlauch. Ich will das Standrohr da wegbauen. Das gefällt mir doch nicht. Das gefällt mir nicht. Einmal ankuppeln. Und einmal wieder abkuppeln. Sollte er es abbauen. Perfekt. Kannst du einsteigen und ab nach Hause. Gut. Einsatz fast erfolgreich abgearbeitet. Der Abschleppdienst ist unterwegs. Ich spule mal vor. So. Warum ich euch das mit Squad erzählt habe, ne? An sich, ist das ein, ja, wie sag ich das, stellenweise recht stressiges Spiel. Man muss an sich 1000 Augen im Kopf haben, dass man überall hingucken kann. Aber ist auch egal. Ich Squad gespielt und auf dem TS, ich saß da mit den anderen so im Channel, dann kam einer rein und fragt erstmal so. Ich weiß gar nicht mehr, was er so genau gesagt hat. War es Penner? Ich weiß es nicht.
Ich frage mich, ob ich denn überreagiert habe. Auf jeden Fall fragt er dann so, was labert der Penner denn da so? Oder ich weiß nicht, ich weiß es nicht, ob es Penner war. Auf jeden Fall hat es mich tief getroffen. Und daraufhin, ja, war ich nicht ganz so nett und habe ihn gebannt, aber weil ich mich leicht angegriffen gefühlt habe. Mann, ich bin immer noch leicht aggressiv. Aber ist ja auch egal. Das ist Vergangenheit. Ich habe ihn entbannt. Oder beziehungsweise ich hatte ihn bloß für 5 Minuten gebannt. Oder 10. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ich finde das nicht freundlich, dass man. Weiß ich nicht. An sich bin ich ein sehr friedfertiger Mensch. Und ich finde das nicht nett. Einfach so, weiß ich, ich bin am Spielen. Wird man da einfach so. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin ein Held. Ja, wenn man da denn so von der Seite angekackt wird. Auch wenn es im Nachhinein hat er gesagt, ja, war Sarkasmus. Aber in dem Moment habe ich mir so gedacht, boah, Alter, leck mich doch, lass mich in Ruhe. Ah, es kommt rein und motzt gleich rum. Was labert der denn da so? Ist ja auch egal. Feuergebäude nach Kurzschluss. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Was brennt denn hier? Brennt doch gar nichts. Naja, Löschzug 1 rollt erstmal. Löschzugalarm, die Wache 4 kommt auch. Ich sehe hier nichts. Warte mal. Ach da. Wow. Mal gucken, vielleicht sind sie ja schnell genug. So, hier ist Stau. Stau. Warte mal, das mache ich anders. Ich will die jetzt nicht von der Route darunter nehmen. Und hier? Steckt auch einer im Stau. Warte mal, ich mach das mal. Ich mache mir das einfach mal ganz einfach. So, ich debugge einmal dieses Auto. Weil dann sollte der weiterfahren können. Und hier debugge ich dieses Auto. Dann sollte der weiterfahren können. Weil ich wollte jetzt mir nicht die Mühe machen. Einfach jetzt einmal alles. Weil ich eh keinen Plan hatte, wer da jetzt auf welchen. So, du fährst nach da. Das Einser direkt auf den Hof. Diesmal kannst du auch gleich. Drehleiter in Warteposition. Ja. HLF2 in Warteposition. Du in Warteposition. Daher, dass das die BF ist, mache ich einfach mal Schnellangriff. Das reicht. So wie ich das kennengelernt habe. Oh. Akutes Abdomen mit Notarzt. Das kriegen wir hin. Wenn ich richtig liege, müsste es dieses Gebäude sein. Wo ist der Eingang? Hinten oder vorne? Hinten. Also fahren wir von hier an. Gut, dann ran da und lösch. Lösch um dein Leben! So, das TLF könnte eigentlich als Wasserreserve dienen, weil ich hier gerade keinen Hydranten entdecke, außer da ist einer und da ist einer, aber der ist so weit weg und der. Aber das dürfte sich eigentlich gar nicht lohnen, das Feuer müsste eigentlich gleich aus sein. Einsatzabbruch, Wache 4. Verstanden. Drehleiter und 1 HLF2 kann auch einrücken, ELW kann einrücken. Einrücken, Feuer aus, TLF einrücken. Du machst ein Minus. Rettungsdienst ist schon vor Ort. Ja, du tust mal so, als wenn du später kommst und du stellst dich mal da so hin. Stell dich da hin. Na los, komm schon. Sehr schön. Aussteigen. Rettungsrucksack und Trage. Und du parkst mal hier. Kannst auch Blaulicht ausmachen, ganz ehrlich gesagt. So, du gehst mal da rein, du steigst aus. Ey, der ist gerade gestorben, glaube ich. Ah, nee, der stimmt gar nicht. Wo denn? Da? Oh, war doch nicht dieses Gebäude. Okay, war dieses Gebäude. Guck ich mal da rein. Ach ja, stimmt. Guck mal, Rettungsdienst direkt vor Ort. Sehr schön. Geil. Einmal zweiten RTW zur Einsatzstelle. Cool. So, einmal den. Ah, ist das TLF schon drin? Nee, noch nicht. Warte ich noch kurz, weil solange das TLF noch nicht wieder drin ist. So, jetzt. Fahren wir nach hier. So, du bist da drin. Wo liegt er? Da. Oh, ein Kind. Scheiße, warte mal, ich muss mir mal meinen Timer starten, weil ich habe gerade keinen Plan, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Und daher, dass ich hier so halbwegs eine geschätzte Zeit haben will. Muss ich mal meinen Timer starten? Habe ich mal gemacht. So. Ich finde das cool. Das ist eine Weihnachtsmütze, glaube ich, oder? Da kommt der zweite RTW.
Du sollst nicht da. Oder nee, fahr mal nach hier. Genau, du kannst nach hier fahren. Nein, das sollte gar nicht. Ich wollte, Polgewalt. Wo? Alter, ruckelt das gerade. Alter, 12 FPS. Geil. Wo ist er denn? Da. Alter, was ist jetzt los? Jetzt. Oh, er fängt sich wieder. Boah, Alter. Hörst du auf? Komm her. Gib Gas. Absitzen. Ja, Großschnauze, Alter. So, du kannst auf, keine Ahnung, welche Route du warst. Das hätte ich jetzt auch noch gern, dass er hier anzeigt, welche Route die fahren, aber man will sich ja nicht zu viel wünschen, ne? So, absteigen. Aussteigen. Absteigen. So, ihr könnt euch mal eine Trage holen. Du kannst dir den anderen hier holen. Schon mal. Da steht der bestimmt jetzt im Weg, aber macht nichts. Das kriegen wir schon irgendwie geregelt. So, du holst dir den. Ja, gut. Einmal Einsatzwache 4, Böschungsbrand nach Schusswaffengebrauch. Pol vor Ort und ausrücken. Woche 4 kann ich ausrücken. Sehr schön. Einsatz für das. Für das 2 HLF 1. Gut, du kannst mal ein Abschleppfahrzeug bestellen. Kommt da was? Irgendwo sieht einer einen Abschleppwagen? Ne. Dann gehen wir ein bisschen dichter ran. Ta 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 ta. Na, kommt jetzt was? Ich sehe nichts. Gehen wir noch dichter ran. Wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich 5. Jetzt kommt einer. So, mach mal Blaulicht an. Blaulicht. Blaulicht an. Ja, da steht ein Auto. Ist ja cool. So, ihr beide in den Reihen, du in den Reihen. Mal gucken, wer Notarzt braucht. Ja, wahrscheinlich kann ich noch ein zweites NEF holen. So, absitzen. Einer unter PA. Die anderen beiden bereiten den Löschangriff vor. Da setze ich auf jeden Fall einen Verteiler, könnte größer werden. Du nach da, du holst hier Wasser. Du holst hier auch ein Schläuchelein. So, setz mal. So, du gehst ankuppeln, wenn es geht. Und du startest die Pumpe. So. Sehr schön. Erfolgreich, würde ich sagen. So, ab ins Krankenhaus. Geht alleine. Geht nicht alleine, also fährst du mit dem mit. Sehr schön. So, Abschleppauto, warte mal, kommst du von da überhaupt ran? Ja, ich glaube, ne? Ne, fahr mal nach hier bitte. Abschleppauto. Abschleppauto. So, du kannst mal dich zurückziehen ein bisschen. So. Oh, es tut mir gerade voll leid, dass ich gerade so, gelästert habe, sag ich mal. Sorry! Nee, aber in der Situation hatte ich dafür kein Verständnis. Man sollte mit Beleidigungen vorsichtig sein. Kann ich bloß ein Tipp. Ist bloß ein Tipp. Ist bloß ein gut gemeinter Tipp. Man muss ja den Tipp nicht befolgen oder so. Positionier dich mal. So, gut. Dann machen wir Minus. Du hebst den auf und du machst. Hier Minus. So, Goodie, du machst, so und du so. Sehr schön. Gut, ihr könnt einrücken. Und ihr drückt Status 2 und an sich könnt ihr auch mit Wassertrupp ausrüsten, ausrücken. Obwohl, ja, nein, nicht nach Hause. Nicht. An sich ist das, weiß ich nicht. So, an sich ist das ja ganz gut, weil wenn Löschzugalarm ist, haben die gleich 6 Mann drauf. Oh, ich könnte mal die Drehleiter ordentlich hinstellen, ne? So, du kannst dir jetzt, genau, musst du schon, ja. Piep, 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 piep. Achso, was ich noch sagen wollte, diese Woche kommt Bibelfelde nochmal. Also zumindest heute, am Dienstag und Donnerstag nochmal. Samstag, Sonntag weiß ich noch nicht, ob ich hier jetzt noch mehr Folgen aufnehme als nur 2. Mal sehen.
Werden wir schauen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich mag Biberfelde. Und ab nächste Woche gibt es ja neue Mods oder andere Mods. Mal sehen. Das kriegen wir, glaube ich, gemeinsam gut gemanagt.